Hallöchen und herzlich willkommen zu Abtauchen mit Plötzlich Wissen mit Julia Schnetzer und mit Hallo. Inga Marie Rahmke. Und André Lampe. Ich weiß nicht, wo du bist. Und? Ja, ich war richtig oben. Yeah. Einem Dugong. Oh, und einem Dugong. Hallo, Dylan. Hi. Hi. Ja, er ist mittelfit, aber er wollte mal Hallo sagen. Ich bin nämlich gar nicht fit. Ich werde vertreten von einem Dugong. Ne, nicht das Schlechteste. Nicht das Schlechteste. Nee. Ja, schönen guten Abend, Fockaffe, Spaceball. Und Spaceball, 1982. Umpa Lucky, Hosti! Es ist schön, euch zu sehen und gleichzeitig nicht zu wissen, wer ihr seid. Also es ist es ist mir ein Mysterium. Dieses Internet ist mir ein großes Mysterium. Man weiß, es sind dieselben Leute wie beim letzten Mal. Man weiß immer noch nicht, wer das eigentlich ist, aber sie sind sehr nett. Das ist schön. Ja. Man kennt nur die mysteriösen Kürzung. Namen. Ja. Ich werde wieder aus einer Weinflasche trinken. Ja, das ist immer so krass, wenn du... Das ist die Perspektive, ne? Prost, Inga. Ja, Prost. Du machst es. Ich war gestern am Hauptbahnhof in München und ich habe Weißbier getrunken. Aus einem Glas. Wow. Es ist Weißbier. Ja, ich weiß. Ich aber weiß, aber in einem hellen Glas. Und im Norden darf man sich das erlauben. Aber du bist Münchnerin. Wie konnte das passieren? Ich habe tatsächlich kein Weißbierglas. Oh. Wir haben kein Weißbierglas im Haus. Oh. Ja. Wann ist dein Geburtstag? Im Januar. Ja, das ist ja... Ja, das muss ich gerade überlegen. Ja, schön. Ja, wilde zeitlos. Woche, oder? Ja. Ich habe heute auch irgendwie gefühlt schon, Gott sei Dank ist morgen Freitag, war heute Mittag irgendwie mein Gefühl. Und dann war so, nee, heute ist Montag. Ich habe überhaupt gar kein Zeitgefühl mehr. Ich war die letzte Woche unterwegs und bin gestern Nacht nach Hause gekommen und ich habe tatsächlich fast geheult, als eine Frau das Taxi vor mir genommen hat. Oh Gott. Am Dammtor-Bahnhof, weil ich so müde war. Ich war einfach so fertig. Ich bin von der Lesereise zurückgekommen und ich hatte 4 Gepäckstücke. Ein Rollkoffer, der eigentlich kein Rollkoffer ist, also mein Lesungskoffer für die Kinder. Der Dugong war auch mit an Bord. Der war Gott sei Dank still und ruhig und war nicht total vollgefressen, aber es war trotzdem alles schwer. Und dann gab es noch das obligatorische technische Problem in München am Hauptbahnhof. Oh, ja, und dann kam ich irgendwann in Hamburg an und dann ging ich raus im Dammtor. Ich hatte mir das alles richtig gut überlegt. Ich nehme ein Taxi mit dem Gepäck bis nach Hause und dann fuhr das Taxi vor mir weg. Das war so, oh nee, ey. Und du kamst und dann, irgendwo aus Norditalien? Ich kam aus Bozen, ne? Ja. Ich bin morgens in Bozen gestartet und ich war dann abends um 22:45 im Dammtor. Oh Gott. Also so über 12 Stunden später. Ja. Also war super. Aber ey, die Lesereise hat sich total gelohnt. Nee, es kam kein weiteres Taxi. Nein. Ich musste dann ein Taxi. Nein. Ich habe da ein Taxi gerufen. Und dann stand hinter mir so eine ältere Frau, die hat sich dann auch ein Taxi gerufen. Dann kam es zu der lustigen Diskussion, wessen Taxi denn jetzt das nächste Taxi sein wird. Und dann meinte ich, das ist ganz einfach. Wir haben nämlich beide eine Nachricht gekriegt und da steht die Wagennummer drin. Wie? Sie hat doch die gleiche Nummer angerufen wie ich und sie hat keine Nachricht bekommen. Wir werden das alles gleich sehen, es wird sich dann alles klären. Ich hatte einen sehr netten Taxifahrer, der kam dann tatsächlich nach 10 Minuten und der hat mir dann das Gepäck bis zur Haustür getragen, weil er so Mitleid hatte. Ich war so fertig. Aber mein Zustand hat sich jetzt nicht wesentlich verbessert. Ich habe zwar geschlafen jetzt in der Zwischenzeit, aber... Oh ey, das ist ein bisschen so wie ausgekotzt werden, wenn man so lange unterwegs war mit viel Gepäck und umsteigen und so. Und gestressten Leuten in der Bahn. Also immerhin war ich nicht gestresst, ich bin nur müde. Okay. Und bei euch so? Ja. Oh, bei mir war auch einiges los. Ich hatte auch eine Lesung in Frankfurt. Ja. Und genau, hatte ich euch ja schon kurz geschrieben.
Oder es gab eine Parallelveranstaltung in dem Haus. Also meine Lesung war nicht offen, das war für so ein Lehrerkollegium. Und dann hatte ich eine Parallelveranstaltung in dem Haus, die mir tatsächlich auch ein bisschen Publikum weggenommen hat. Und zwar hatten unten die BioNTech-Gründer eine Lesung. Oh. Ich vergesse leider immer ihren Namen, das tut mir sehr leid. Und genau, deswegen sind ein paar Leute halt dann da runtergegangen und nicht mir, was ich niemanden verüble, weil ich wäre auch eher da gegangen. Und genau, und dann bin ich aber, als ich fertig war, dann waren die noch unten und haben Bücher signiert und dann habe ich mir auch einfach eine Signatur geholt, allerdings in meinem Buch. Was man so macht, welches Buch man halt dabei hat. Ja, genau. Und sie waren dann ein bisschen irritiert, dass sie plötzlich so ein anderes Buch in der Hand hatten. Dann habe ich es aber aufgeklärt, dann fanden sie es auch witzig. Genau. Haben sie sich nicht direkt dein Buch noch gekauft? Ich meine, mit Meeren und Ozean haben ja vielleicht nicht so viel zu tun. Ja, nee, aber also sie meinte dann auch, sie hat sich das angeguckt und meinte dann irgendwie so, naja, also Meeresbiologie ist ja schon auch echt richtig interessant. Ich so, ja, auf jeden Fall, ist auch ein gutes Buch. Ist ein gutes Buch. Ja, ist echt ein gutes Buch. Es ist auf jeden Fall ein richtig gutes Buch. Also für alle, die jetzt neu da sind und noch nicht alles nachverfolgt haben, wir haben ja mehrere Zuschauer, die vielleicht einfach nur dank Reini und Nikolas. Nico, oh Gott, mein Gehirn, ey, es ist ganz schlimm, hier aufgetaucht sind. Julia hat ein tolles Buch geschrieben, das heißt Wenn Haie leuchten und geht über Ozeane und Meere und das ist ja auch unser Thema hier. Und jetzt und, ist es noch viel besser, weil jetzt jemand anders drin signiert hat. Boah. Also ich würde es nehmen. Ich habe ja, eins, ne? Von, ich hab ja eins, das hat, in meinem hast du nicht mal signiert, weil ich das direkt von Hansa gekriegt habe. Das ist eigentlich auch so ein Frevel. Ich habe ein unsigniertes Buch von dir. Stimmt. Ja. Und wir haben uns mittlerweile zwischendrin gesehen, wo das hätte behoben werden können. Stimmt, aber das hätte man ja ins Gepäck tun müssen. Ah, ja, okay. Ja. Nee, Inga, ich war doch sogar bei dir zu Hause. Stimmt. Aber da haben wir nicht dran. Oh, ja. Nee, das war alles zu kompliziert. Aber mir fällt gerade ein, und Reini und Nico, die hatte die doch angeschrieben wegen dem Spiel und die sollen sich melden. Und hier irgendjemand von ihren Followern hat auch einen schönen Clip geschnitten mit der Nachricht irgendwie, Reini und Nico, meldet euch bei denen. Haben sie sich gemeldet bei euch? Nein. Nee, okay. Das habe ich nicht mitbekommen. Ich war nicht da. Aber wegen der schon seit Monaten hin und her schwelenden, dem Gedanken, dass wir dieses Spiel da spielen. Gratic Phone, du? Ja. Ja. Vergesst du mal den Namen, wo man so malt, ne? Ja. Ja. Ja, so über Physik und Meere und Ozeane und Tiere und so wäre das. Aber es, ja, mal gucken, wann sie sich melden oder ob sie sich melden oder überhaupt nicht melden. Ach, Reini, also könnte ich mal wieder anschreiben. Schreib ihn doch mal wieder an. Ja, ich könnte mal wieder anschreiben. Ich muss ihn mal wieder anschreiben, auf jeden Fall. Das ist ein guter Vorschlag. Ich habe in der Zwischenzeit mit ihm gesprochen, aber nicht darüber. Es war vielleicht der Fehler. Worüber habt ihr denn gesprochen? Wir haben uns nur darüber auch. Ich habe mich bedankt, weil sie diesen Raid beim letzten Mal veranstaltet haben. Und das habe ich dann direkt, bevor ich ins Bett gegangen bin, habe ich das noch gemacht. Wir haben leider nicht das ganze Helium-Video, Horsti. Nein. Wir haben dann auch mal drüber gesprochen, weil wir hatten ja den letzten Stream vor 3 Wochen oder so gemacht, montags. Und am Freitag, beziehungsweise am Donnerstag, haben wir uns zu dritt getroffen, also Bioja, André und ich, weil wir an dem Freitag eine Veranstaltung zusammen hatten und da haben wir auch nochmal darüber geschnackt, dass dieses Helium-Video, es ist wahrscheinlich unwiederbringlich in den Weiten des Internets verschollen. Ja. Ja. Julia hat es gefilmt damals, sie erinnerte sich auch. Stimmt, Julia hat das gefilmt, genau. Ja, ich habe das gefilmt, aber ich hatte damals, glaube ich, also das war nicht mit meinem Handy, glaube ich. Ich hatte, glaube ich, damals noch gar kein Smartphone. Obwohl, doch. Doch, ich glaube ja, schon. Das war mit Reinis Handy und das war der Fehler. Hätten wir das mit Andres oder meinem gemacht, dann hätten wir das jetzt noch. Aber vielleicht ist es auch besser so. Müssen einfach nochmal zusehen, dass wir nach Flensburg kommen und Achim irgendwo unbeaufsichtigt eine Flasche Helium rumstehen lässt.
Du willst es nachstellen? Das wird nie wieder so witzig. Nein, nein, nicht nachstellen. Einfach das so vorbereiten und gucken, was passiert. Ach Wir machen was anderes. so. Nicht Das ist super, wenn wir schon nachstellen. mal drüber gesprochen haben vorher. Es wird richtig, richtig spontan und improvisiert, jetzt wo wir drüber sprechen. Ich glaube, es wird trotzdem gut. Ja. Ja, glaube Und muss man auch noch mal Hallo sagen. Lauren B99. Ja, schönen guten Abend. Auch du, Mysterium. Und Spaceball, schön, dass du da bist vom Mincorrect Raid. Horsti und Estos, schönen guten Abend. Und Glubberer und Gut. Hallöchen. es gibt auch Ingo not Bingo, das ist so wie Inga not Binga. Das wäre dann ja ich. Sorry. Frau Also Ramke ich bin ist sehr übermüdet. ich bin so übermüdet, ich bin einem ganz, ich habe noch. Es geht los. Aha, es geht los. Und ich habe André und Julia gebeten, das bitte irgendwann abzubrechen, wenn es zu schlimm mit mir wird. Also, So wie wir dich oder kennen, Nadine. der Stream ich gehe hat dann Minuten vielleicht ins Bett. abgebrochen wird. Ja, also bei Instagram müsste ich dann meine Brüste zeigen, dann wird sofort alles abgebrochen. Weil hier reicht es, wenn man dummes Zeug redet. Ja, du weißt doch, das ist dieser Content, den man nicht zeigen darf. Das ist bei Twitch ähnlich. Echt? Ja. Okay, wir probieren das jetzt nicht aus. Ich habe intern schon gezählt. Eins, zwei, aber. Nein, wir probieren das jetzt nicht aus. Oh, ey. Oh, Inga. Sorry. Und weißt du Ja. was? Ich muss, Nee. weil du kannst es nachvollziehen. Ich war letzte Woche ja dann noch beim Bayerischen Rundfunk bei einer Sendung, die sich nennt Wir in Bayern. Es ist so Ach. eine Nachmittagssendung. Mit Oh. Fernsehen? Nee, Rundfunk nur, ne? Also, oder auch Nee, das Fernsehen. Fernsehen. Ja. Ist so ein bisschen wie eine Morningshow, läuft aber am Nachmittag. Oh. Also, weißt du, die haben immer so einen Gast da und dann so einen Live-Koch und oder zwei Gäste. Und hatten sie noch eine. Oh Gott, jetzt, ich sage es gerade nicht, weil mir fällt das Wort nicht mehr ein. Weintesterin, Wein. Sommelier. Sommelier. Danke dir. Die Frau. Yeah. Entschuldigung. Und Angenommen. ja, und es war live und ich saß da drin und sie haben einen unglaublich süßen Hund. Oh Gott. Ja, und das Problem an der Sache war, dass der Hund ist neu, also weil die hatten früher einen Hund, der irgendeine Redaktorin oder so gehört hat und der ist in Rente gegangen und deswegen haben sie einen neuen Hund. Und der ist noch sehr jung und der ist halt noch viel zu wild und aufgeregt. Und deswegen durfte ich mit dem Hund keinerlei Kontakt haben. Und ich hatte die Anweisung, den Hund nicht anzugucken, den Hund nicht zu rühren. Und er war so mega niedlich. Und er ist halt immer, weil die Gott. hatten halt so ein Set, ne, mit verschiedenen Stellen und sind da immer rumgefahren. Dieser Hund ist immer hinten rumgeflitzt und hat irgendeinen Scheiß gemacht. Und hat irgendwie auch so die Kameramänner angesprungen und sowas. Und halt immer wieder zwischendrin gebellt. Und deswegen waren sie halt so, das Problem ist, wenn du jetzt mit dem Kontakt aufnimmst, dann kommt er halt während der Sendung zu dir und kläfft dich an, weil er spielen will und so. Und Geil. deswegen durfte ich nichts mit diesem Hund machen. Das war Aber nach echt. der Sendung hast du sie mitgenommen? Nee, weil die sind gleich weggegangen und auch nach der Sendung konnte ich sie dann Hm. nicht mehr streicheln. Oh, Naja, das ist ja dafür, Folter. ja, das war echt fies, aber dafür durfte ich wenigstens den Wein probieren und habe das Essen gekriegt, was der Koch gemacht hat, was echt mega lecker war. Geil. Also war eine gute Sendung insgesamt. War eine Also gute so Sendung. lukullisch und also so Ja. was die Versorgungslage betraf, mit Niedlichkeit und gutem Essen und guten Das Getränken. mit dem Hund war halt hart. Ja. Aber. Ja. Ah, noch eine Sache. Ihr habt übrigens nicht geantwortet. Was ist denn eigentlich jetzt mit Halloween im Heidepark? Mä? Ah ja, das wollte ich auch noch sagen. Fockaffe, das war gerade die Geschichte vom ZDF, das Bayerische Rundfunk ZDF. So Hast alles du es gleich? dasselbe. Ist ja, wir zahlen da GEZ für. Das ist. Gleichgeschaltete Medien, Ja, diese Mainstream-Medien Zwangsgebühren. hier. Oh Gott, was ist hier los? Wer seid ihr und was habt ihr mit meinen Entschuldigung. Kolleginnen gemacht? Ja, Inga, Halloween, ich bin raus, weil ich habe voll Bock auf Heidepark, aber ich hasse sowas, wenn es kalt ist. Innere Wärme und so. Ja, die Ich besitze ich hoffe nicht. da. Was? Das Ja. ist eine Innere Lüge. Wärme besitze ich nicht. Nee. Aber du weißt Ich doch noch gar bin. nicht, ob das nicht nächste Woche voll warm ist. Ist dann ja immerhin nur Ende Ja. Oktober. Ja, ist kalt. Ist jetzt schon kalt. Na super. Warum habe ich denn jetzt diesen Eiersalat gegessen? Hier zwei Tickets für einen und so. Hä? Ich hab das doch gesammelt. Ja, ich auch.
Wir könnten ganz viele Leute mit irgendwie 2 für 1 Karte in den Heidepark schicken. Und es geht aber niemand, mal wieder, niemand mit mir dahin. Und mein Gedanke war ja, dass man sich da einfach ein Hotelzimmer im Heidepark-Ressort, da gibt es Peppa Pig-Zimmer, Piratenzimmer, keine Ahnung was für Zimmer, alles, was sie sich da sich so vorstellen konnten. Und dann kann man da einfach sich aufwärmen, dann kann man noch eine heiße Dusche zwischen der Loopingbahn nehmen oder so. Ja, okay, es wird nichts. Verstehe schon. Prost. Toll. Das war eine Saison von Wir gehen in den Heidepark Nord. Nee, Inga. nächstes Jahr im Sommer. Wir müssen gleich abbrechen hier. Inga bricht gleich ab. Ja, Auf ich den glaube, André, wir großen müssen roten jetzt Buzzer. spielen. Ja, innere Wärme, das ist ein neuer Begriff für Glühwein, ja? Ja, Glühwein Ja. kann ich auch nicht trinken. Ja, aber dann, Inga, ich Ja. muss mich bedanken, weil Ah. durch dich war ich in Köln letzte Ah. Woche. Ja, weil du hast mich dahin vermittelt und ich durfte in der Stadtbibliothek was über Mikroskope erzählen und das war großartig. Das war das geile MINT-Festival, ne? Da war ich Ja. letztes Jahr. Ja. 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 Genau. Ja, das MINT-Festival ist toll und die in der Bibliothek sind auch großartig. Und Ja. ja, das war eine kleine Ja. Tour. Ich war vorher noch in Önhausen und da habe ich tatsächlich eine Fo Mühlenhose. ja, Bad Önhausen, da wo ich wegkomme, da habe ich tatsächlich mal jemanden aus dem Chat im echten Leben getroffen. Belana, ich weiß gar nicht, ob sie auch da ist. Hoffentlich kommt die noch. Die muss mich daran erinnern, dass ich was trinken soll. Ja, die habe ich jetzt mal getroffen. Cool. Tatsächlich. Abgefahren. Nein, der, Entschuldigung, ich bin jetzt biased. Spaceball sagt, dass er den Hansapark wegen besserer Erreichbarkeit favorisiert und ich bin gegen den Hansapark und für den Heidepark. Ich bin Kenne ja den als Hansa Hamburger, nicht. ja, der Hansapark ist an der Ostsee Ach und ja, der ist, stimmt. Der ist bei ich weiß Lübeck nicht, irgendwo, ne? bei Travemünde oder so, war Timmendorfer Strand, irgendwie so. Okay. Und ich weiß nicht, okay, ich kann nicht aktuell was dazu sagen, aber in meiner Hochzeit der Parkbesuche, also so etwa vor 30 Jahren, da war der Heidepark deutlich geiler als der Hansapark. Aber es kann sich geändert haben. Das Beste am Hansapark fand ich, dass man Gold schürfen konnte. Und das ist jetzt nicht besonders aussagekräftig für die Fahrgeschäfte. So. Okay. Aber André war in Bad Oeynhausen, hat Belana besucht und danach eine geile Mikroskopie-Show in Köln gemacht. Aber auch in Bad Oeynhausen. Wieder auch. Ja, da auch. Okay. Ja, Na gut. das hat gut funktioniert. So gut, dass ich jetzt plane, das öfter zu tun. Also, es wird wahrscheinlich im Januar oder Februar oder so, wird es die nächsten Termine geben, wo ich mit der Mikroskopie-Show durch die Gegend ziehe. Ich habe Eine für Tour. dich, oh, Ja, eine Tour. eine Tournee. Ja. Cool. Tour? Nee, Doch, doch. doch. Entschuldigung. Ja. Aber ich muss jetzt aber noch fragen, mit Belana hat sie, also ihr kanntet euch aber nicht vorher. Nee, jetzt Nein. hast du ja gesagt, du hast zum ersten Mal Nein, da nein, gesehen. nein, ne? War Aus dem das Chat. dann Zufall oder ist sie Nee, ich hab extra? das angesagt, dass ich nach Bad Oeynhausen fahre und nach Köln bei meinen Streams. Und sie hat dann gesagt, oh cool, Hm. wenn du nach Oeynhausen kommst, dann komme ich auch. Also sie Hm. kommt irgendwie Cool. aus der Ecke und ist dann vorbeigekommen, was mich sehr gefreut hat. Das ist sehr, Und sehr, sehr cool. Ich habe zu deiner hellen Freude auch nachher ein Paper, da ist auch was mit Mikroskopie aufgenommen. Juhu. Just for Sehr schön. you. Ich entschuldige mich, ich bin hier nebenbei so ein bisschen am Snacken. Falls es jemand stört, muss ich es sagen, aber ich bin auch schon fast fertig. Es ist eine bayerische Brotzeit, die ich vorher optisch gesehen habe. Ist da noch irgendwas von übrig? Ja, so ein bisschen was da. Optisch gesehen habe, ist auch schon ein Aber Schluck. es Der ist Käse schon, ist ja. fast weg. Der Käse ist schon fast weg. Gürkchen, Landjäger und Käse. Ich bin Ich habe die neidisch. klassisch norddeutsche Weintraube im Abendessen. Gegensatz. Eine norddeutsche. Ja. Wir haben Weinberg in Hamburg. Ich habe in Bremen auf meinem Balkon geschafft, eine Wassermelone zu ziehen mit Früchten. Ich glaube, das Schmeckte ist die die? nördlichste. Ja, die war lecker. War nur so groß, aber sie war lecker. Ich glaube, das ist die nördlichste Wassermelone ever. Hast du sie normal konsumiert oder hast du den Wasser ausgetauscht durch Alkohol?
Ihr direkt habt die harten Fragen. Man wird ja nochmal fragen dürfen. Ja, nee, ist gut. Es gibt tolle Weinberge und Weingüter in Irland, wie ich vor einigen Wochen gelernt habe. Und Palmen. Ja, wegen dem Golfstrom. Da sprechen wir heute auch noch drüber. Fantastisch, wir haben so viel zum Besprechen und ich möchte eigentlich ab sofort ins Bett. Sorry Leute, das hat nichts mit euch zu tun. Können wir dann jetzt anfangen? Oi. Ja, das werde erstmal was, oder? Ja, genau. Ja, Humpalaki, schönen guten Tag. Und Horst, die klärt uns gerade auf, dass es ein Weingut in Kopenhagen gibt. Das wusste ich auch nicht. In Kopenhagen gibt es auch ein geiles Sterne-Restaurant. Das gibt es wahrscheinlich in vielen Städten. Richtig qualifiziert heute. Richtig qualifiziert. Nur ein bisschen off-topic. So, wir spielen ein Spiel, über das ich gestolpert bin. Ich drück mal hier. Ja, ich bin drüber gestolpert. Ja, ja. Interessant, wie das geht. Genau. Fischlernspiel. Ja, genau, ein Fischlernspiel. Und es gibt eine Seite hier, Games im Unterricht. Ah, das ist ein bisschen verdeckt von Medienanstalt Baden-Württemberg. Da sind jetzt nicht so super viele Spiele verzeichnet, aber ich schmeiß das mal in den Chat. Games im Unterricht, das hier ist jetzt das über abgetaucht. Da gibt es dann halt auch Material für die LehrerInnen damit bei und so. Und ich habe das mal angeschmissen. Ich habe schon mal ein bisschen reingeguckt, aber es ist halt so, circa 10 Jahre soll man das spielen. Oder dafür ist es gedacht. Und wir machen das jetzt mal. Und ich hoffe, ihr habt einen guten Ton. Das ist ja wichtig, sind das sprechende Fische? Nee, das ist eine Erzählerin, die uns was beibringt und so. Oh, ein Storytelling-Ansatz. Okay. Ja, genau. Also, hier steht Text. Spannend. Das ist von einem Museum in Stuttgart ist das gemacht worden. So. Wow. Abgetaucht, Hauptmenü. Hört ihr schon ein bisschen Rauschen, ja. Wellen? Alles klar. Fantastisch. Dann wie funktioniert der Ton. Ja, super. Ah ja. Okay, auf geht's. Ab ins Wasser. Oh. Fische. Er schaut ein bisschen. Fische sind wechselwarme Wirbeltiere. Er lacht verzweifelt. Das heißt, ja. Ihre Körpertemperatur ändert sich mit der Umgebungstemperatur des Wassers. Schau, Inga, so bin ich auch. Ja. Also ich würde dafür sorgen, dass sie Fische immer warm ist. Fische besiedeln Gewässer mit Salz oder mit Süßwasser. Immer so eine Infrarotlampe über dich halten. Ohne Wasser, klar, können sie nicht überleben. Es gibt echt aber wenig Fische, die diese Zähne haben, aber es gibt diesen einen Fisch. Wie heißt der noch gleich? Fische sind an ihrem ganzen Körper mit Schuppen bedeckt. Sie haben Kiemen, mit denen sie atmen, und Flossen zur Fortbewegung. Fische teilen sich ihren Lebensraum mit vielen anderen Tierarten. Es gibt viele unterschiedliche Arten von Fischen. Kleine, große, auf dem Grund lebende, schnelle, vergessliche Fische. Dori! So, jetzt bist du an der Reihe. Findest du alle Fische in diesem Unterwasser-Kuddelmuddel? Na, dann gucken wir mal. Klick. Ja. Und der Hai, der Goldfisch. Ja, die da oben. Ja. So. Ah, da, das Seepferdchen ist auch ein Spitze! Du hast genügend Fische gefunden. Weißt du auch, was Fische ausmacht? Ja, meine Schwimmblase. Fortfahren. Ah, jetzt kommt der Quiz-Teil. Oh. Der Ton ist etwas laut. Ja, der Ton ist ein bisschen laut, ne? Warte mal gerade. Dann muss ich... Kann sich nur um Stunden handeln. Dann kann ich euch erlösen. Das ist eine geile Musik. Besser? Bisschen besser, oder? Was? Der Chat muss schreiben, weil bei mir ist es super leise, deswegen war bei mir ist es normal laut. Besser, okay. Aber besser.
Ja, ich habe auch gerade gesehen, dass der Ausschlag ganz schön hoch ist. Besser. Ja, sehr schön. Ja. Zum Thema Fisch mit Zähnen werde ich jetzt noch mal kurz die, den einen Fisch posten hier. Mit den Analzähnen? Die Sträflingsmeerbrasse hat einen normalen, so ähnlich wie Menschen, so Zähne. Das dachte ich vorhin gerade dran, als sie uns frontal dieser Fisch mit den Zähnen angeguckt hat, am Anfang des Spiels. Dieses Spiel will sehr oft pausieren. Ja, genau. Der auch für Leute ab 10. Der hat auch so 10 innen, ey, das ist so eklig. Ja. Schaut so irgendwie aus. Mit dem, das habe ich. Ein Wunder der Natur. Sorry, André. Ah. Ja, zeig mir. Alles klar. So, hi. Hat, ja. So eine Brasse, oder? Ja. Okay, ich möchte fortfahren. So, was macht ein Fisch? Kiemen, Kiemen. Ja, Kiemen. Kiemen. Fortbewegung. Los, los. Unter Wasser. Unter Wasser. Körperbedeckung. Schuppen. Schuppen. Yay! Gut! Wir sind zu klug. Karoluka! Wir sind zu klug. Gut gemacht! Danke, freundlicher Fisch. Ja, ich möchte fortfahren. Danke, freundlicher Fisch. Ja. Wasser erzeugt es bei gibt der Fortbewegung noch einen höheren Widerstand als Luft. Ich hätte es nicht unterbrechen. Deshalb erfordert die Fortbewegung im Wasser mehr Kraftaufwand. Die meisten Fische haben einen schlanken, an beiden Enden zugespitzten Körper. Diese Stromlinienform verringert zusammen mit der glitschigen Schleimschicht über den Schuppen den Widerstand. Auf beiden Seiten des Fischkörpers sitzen an der Wirbelsäule kräftige Muskeln, die sich abwechselnd zusammenziehen. Dies bewirkt ein Hin- und Herschlagen der Schwanzflosse. Die Schwanzflosse drückt das Wasser zur Seite und der Fisch wird vorwärts getrieben. Die Rücken- und die Afterflosse halten den Fisch aufrecht und mit den Brustflossen steuert er. Gecheckt. Haben wir das gecheckt? Ja. Ja, was ich vor allem gecheckt habe, ist, dass die einen Akzent hat, die Frau, die das sagt. Ja, es kommt aber egal. Aus Stuttgart. Ja. Und kennt ihr den Rotlippen-Seefledermausfisch? Die Rotlippen-Seefledermaus? Nein. Die habe ich nämlich in meinem neuen Spiel mit drin, in dem Meere- und Ozeane-Spiel. Und da zeige ich euch auch mal ein Foto von. Weil der freundliche Fisch, der uns hier ständig abhält von allem, der sieht ein bisschen mit den Lippen so aus. Ein bisschen. Aber nur ein ganz bisschen. Es ist nur, sind nur die Lippen, die mich daran erinnern. Warte. Ja, eigentlich schaut es so ein bisschen aus wie ein Goldfisch, der diese, keine Ahnung, wie hieß das, Duck-Lippen-Challenge gemacht hat. Das ist genau, wo die Kiddies alle sich die Lippen mit einem Glas so festgesaugt haben. Ja, und ich glaube, ja. Die Sprecherin unterdrückt einen, ich weiß nicht. Einen leichten Bavü-Akzent, glaube ich. Ja, also ja. Ich bin nicht so gut mit Akzenten, aber sie hatte gerade ein Wort gesagt und dann dachte ich, na, das ist aber nicht Hochdeutsch. Ja, könnte auch irgendwie Saarland egal. Sein, weil ich höre so ein bisschen grün und blau bei ihr. Ach, grün und blau. Ja, grün und blau. Grün und blau, wie schön. Ich muss gleich mal lauter machen, ich höre die so schlecht. Ich mach mal, was hast du jetzt hier? Oh. Das ist den mit den roten Lippen, den Fisch. Schön, ne? Den habe ich in meinem Kartenspiel verballert. Das ist die Rotlippen-Fledermaus. So, wir haben das gecheckt. Gecheckt. Gut, gecheckt. Dann geht's weiter. Check. Fast alle Fische haben eine Schwimmblase. Sie sitzt unterhalb der Wirbelsäule und ist mit Gas gefüllt. Das Gas ermöglicht es dem Fisch, im Wasser zu schweben. Taucht der Fisch mit seinen Flossen aktiv nach unten, erhöht sich der Druck des umgebenden Wassers auf die Schwimmblase. Dabei entweicht Gas und die Schwimmblase wird kleiner. Der Fisch sinkt nach unten. Füllt er seine Schwimmblase wieder mit Gas, wird sie größer und er treibt nach oben. Damit der Fisch nicht an die Oberfläche gezogen wird, lässt er so lange Gas entweichen, bis die Schwimmblase wieder die ursprüngliche Größe erreicht hat. Jetzt kann der Fisch wieder im Wasser schweben. Ich wort pupsende Fische. Okay. Wie macht ein Fisch, hat er eine Gasflasche dabei? Wie kann er wieder Gas in seine Schwimmblase reintun? Julia. I don't know. Horsti, ja, wir mussten auch einen Fisch sezieren. Und die waren nicht frisch, sondern die waren so eingelegt in Alkohol und es war echt so ein bisschen eklig. Chovis? Nee, ich weiß nicht mehr, was das war. Keine Ahnung, schon was Größe, so groß ungefähr. Aber mehr, da war auch Ende. Das war quasi das, glaube ich, einzige Wirbeltier, das wir hatten, um sezieren. Ich
glaube, sonst gab es nur irgendwie Insekten und Krebse und Schnecken und so. Ja. Weil Mäuse und sowas war schon raus aus ethischen Gründen, durften wir Säugetiere und so gar nicht sezieren. Ja, wir haben einen Frosch seziert, glaube ich. Ja, das habe ich nie gemacht. Ich habe noch nie seziert. Und wir hatten Schweineherzen. Echt? Aber das habt ihr alles in der Schule gemacht, oder? In der Schule, ja, in der Schule. Ja, nee, bei uns gab es irgendwie, also bei uns der Biounterricht, wir haben nie irgendwas gemacht. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwas... Ich habe in der Schule nie mikroskopiert und nie irgendwas seziert. Nee, das habe ich auch nicht gemacht. Also das, was ich gerade gesagt habe mit dem Sezieren, war Biologiestudium erstes Semester. Okay. Der Schnippelkurs. Fockaffe hatte Schweineaugen besorgt, das ist sehr nett. Horsey hatte frische Fische, die hätte man dann nachher sogar noch verarbeiten können. Und Spaceballs will wissen, welchen Füllgrad hat die Schwimmblase, wenn der Fisch mit dem Bauch oben schwimmt. Voll. Und bei Lorin ist Bio langweilig. Was ist das denn? Was sind das denn für Zustände? Wenn Bio langweilig ist, dann muss aber ganz schön was schieflaufen. Ja, also bei mir war Bio auch meistens echt ziemlich langweilig in der Schule. Also wir haben auch wirklich so seziert, haben wir nie irgendwas gemacht. Wir haben nichts gemacht. Wir sind eigentlich auch nie rausgegangen oder so. Wir hatten voll die geile Lehrerin. Die hat alles Mögliche mit uns gemacht. Wir haben sogar mal den Lebendige Elbe-Preis gewonnen, weil wir Wasserproben genommen haben und dann irgendwie eingereicht. Und dann, das war so eine Art Bürgerwissenschaften, aber in den 90ern schon. Cool. Ja. Da hat jeder einen Kalender gekriegt. Schön. Ich hatte auch, also in Bio haben wir, ich hatte nur Bio auf der Realschule. Und in der Oberstufe habe ich es dann nicht mehr gewählt. Ich hatte Mathe und Physik LK und dann auch Informatik als Nebenfach. Ich glaube, ich hätte gar nicht mehr Naturwissenschaften wählen können. Ich weiß es gar nicht. Ja, stimmt, das geht gar nicht. Ja, das geht oft gar nicht. Ich habe, als wir in der Uni unseren Schnippelkurs hatten, wir hatten auf jeden Fall eine Heuschrecke, die wir seziert haben, und Krebs. Und wir mussten bei der Heuschrecke und beim Krebs mussten wir so die Beine in die verschiedenen Teile so auftrennen, oder ich glaube sogar das ganze Ding auftrennen und so auf ein Blatt Papier kleben und so beschriften. Und das habe ich dann zu Weihnachten meinen Eltern geschenkt für den Kühlschrank. Hey, was selbstgebasteltes. Ja. Schön. Habe ich in der Schule mit Liebe. In der Uni gemacht, ja. Hast du denn wenigstens einen ordentlichen Rahmen besorgt? So einen Rahmen, so der Glas und dann setzkastenmäßig ein bisschen? Nein, Inga, das ist für einen Kühlschrank. Das macht man mit Magneten an Kühlschrank. Meine Eltern haben es auch gemacht. Ich weiß nicht, wie lange es hing, aber sie haben das Spielchen mitgespielt. Sie haben es so lange aufgehängt, bis du aus der Tür warst. Hier, schau, Fockaffe hat die Schweineaugen besorgt. Das war gar nicht der Lehrer. Das ist ziemlich mit Schweineaugen oder mit Rinderaugen kann man auch toll die Schädigung von Lasern zeigen, also am Auge. Aber schön. Ja. Und dann riecht's bestimmt so verbrannt. André, lass das doch mal beim nächsten Stream machen. Hol dir so ein Auge vom Metzger und dann. Oder dann riecht das richtig gut. Werden wir da bei Twitch gebannt? Nein, das glaube ich nicht, aber naja, damit es, da brauche ich, ich glaube, ich habe nicht so ein, also ich, den stärksten Laser, den ich hier habe, ist 150 Milliwatt. Da gibt es eine Schädigung im Glaskörper, die man sehen kann unter dem Mikroskop. Aber da brutzelt noch nichts. Da brauchst du ein bisschen mehr Wumms. Ach so. Na gut. Ich hätte auch tatsächlich, ich hab so einen starken Laser nicht, weil ich nicht wüsste, was ich damit mache, außer mir selber weh zu tun. Woher weißt du denn dann, dass das geht? Habt ihr das in der Uni gemacht oder in der Schule? In der Uni habe ich ja meine Diplomarbeit in der Laserphysik-Abteilung geschrieben und natürlich hatten wir eine Laserunterweisung und der Sicherheitsbeauftragte hat leider kein wirkliches Rinderauge mitgehabt. Der hatte einen tollen Film, den er aber selber gemacht hat. Hier wird schon vorgeschlagen, dass wir einfach Nikolas in der Uni besuchen mit Rinderaugen oder Schweineaugen. Genau. Kleine Explosion. In so einer Plastiktüte. Du bist Sicherheitsbeauftragter, Nikolas. Wo steht hier der 2-Watt-Laser? Wir haben hier was für dich. Gute Idee. Ich muss mir das aufschreiben. vielleicht mal gucken, ob ich das morgen noch verstehe. Nikolas mit Rinderaugen besuchen. Ja, das wäre ein cooler Stream.
Ja. Die Idee auch ziemlich groß. Mal gucken, wie Nico das findet. Boah, Horsti, ohne Ankündigung mit der Postmaschine. Ja, genau. Und in Pergamentpapier eingepackt und so. Hm. Ja. So. Hm. Ich glaube, wir müssen jetzt hier schwimmen. Ja, mach nochmal also die Rotlippenfledermaus da an. Was? Ich sagte, mach nochmal die Rotlippenfledermaus an, so nenne ich jetzt diesen Fisch da. Nein, alles gut, nein. Im Spiel. Ach so. Im Spiel, du sollst auf weiterklicken. Ja, das war ein Missverständnis. Ja. Ja, ich kann mich nicht mehr ordentlich ausdrücken heute. Ja, ist nicht schlimm. Wir sind im Geiste bei dir. Jeder weiß, wie sich das anfühlt. Also, tippe über oder unter den Fisch auf den Bildschirm, um ihn an den Hindernissen vorbeizulenken. Ah, dieses Spiel ist gebaut für ein Tablet. Habe jetzt kein Tablet, oh. Ich werde die Maus benutzen. Mhm. Schaffst du schon. Das ist für 10-Jährige. André, wenn du das nicht schaffst, dann... Ja. Jetzt kommt's drauf an. All deine Skills, die du gelernt hast. Ich knall jetzt in die Tüte mit Absicht. Oh nein! Oh, André. Überall auf der Welt benutzen Menschen Plastik. Das landet oft im Meer, wird über die Zeit kleiner und vergiftet als Mikroplastik, ja, ich möchte fortfahren, als Mikroplastik die Fische. Also okay, wir sollten vielleicht wir lernen mit den etwas. Leuten mal sprechen. Genau, die wollen, dass man ins Plastik schwimmt, sonst könnte man diese Info nicht kriegen. Wahrscheinlich ist es überhaupt nicht spielbar. Wollte in den Haken schwimmen. Ja, ich schwimme höher. Ist das so einer von den kleinen Aalen da unten? Liegt denn da am Boden? Das ist eine Erdnussflippe. Seegurke. Weiter runter. Ja, stimmt, du kriegst die Infos nur, wenn du schlecht spielst. Ja. Ja. Ich. Seegurke. Autsch, das war Sandy, die Seegurke. Andy. Vor lauter Schreck hat sie ihre Organe ausgespuckt. Aber keine Sorge, innerhalb weniger Wochen sind sie wieder nachgewachsen. Dazu empfehle ich unseren Stream zum Thema Seegurken. Richtig. Das war ein sehr würziger Stream. Mit den Analzähnen. Da träume ich immer noch von. Entschuldigung. Nein, das ist ja eine wichtige Information. Mein Leben wäre ärmer ohne diese Information. So. Ja. Soll ich mal noch gegen den Haken ballern? Dann steht da, im Meer werden Fische gefangen. Leider kann ich nicht gegen den Haken. Doch, ich kann gegen den Haken ballern. Oh nein, ein Angler hatte ich erwischt. Okay. Nee, jetzt andere, jetzt mal. Ja, jetzt. Okay. Streng dich mal an. Ja, ich strenge mich an. Ist ja Jod. Hört mal eigentlich das nervöse Klicken. Ja, meine Schwimmblase wird größer. Das ist nicht unter Kontrolle. Oh, ein Geisternetz. Ja. Aber ich schwimme da jetzt nicht rein, um mehr Informationen darüber zu erfahren. Nee. Und nicht wieder in die Seegurken. Nein, ist gut. Nein. Oh. Okay, aber die Frage ist, heißen die alle Sandy? Ja, alle. Jede Seegurke heißt Sandy. Jede Seegurke heißt Sandy. Hä? Ein Hai. Der ist aber nur unwesentlich größer als der Fisch. War ein kleiner Hai. Gut gemacht. Oder der Fisch ist sehr groß. Ja. Toll. Das ist toll. Ein Quiz. Wie schwimmt ein Fisch eigentlich? Antrieb? Mit der Fortfahren. Schwanzflosse. Ja. Steuerung im Wasser. Brustflosse. Und schweben auf- und absteigen. Schwimmblase. Richtig. Yeah. Wir haben drei grüne Arten. Unterseeeichhörnchen heißen auch Sam. Unterseeeichhörnchen? Ja, bei SpongeBob. Sandy, ja. Das Eichhörnchen. Oh. Kenn ich nicht. Kennst du nicht SpongeBob? Grundsätzlich weiß ich, dass es SpongeBob gibt, aber ich habe nie nicht exzessiv, nein. Von der Wirbelsäule ragen die Rippen nach oben und nach unten. Zwischen den Muskeln des Fisches befinden sich Gräten. Die sind aber nicht mit der Wirbelsäule verbunden, sondern stützen die Muskeln. Die Beweglichkeit des Fisches... Und können einem im Hals stecken bleiben. Ein richtig gefährliches Unterfangen. Habe ich nämlich gerade drüber gelesen, über Gräten im Hals. Von Menschen. Oh, dieser Fisch braucht deine Hilfe. Kannst du ihn wieder zusammensetzen? Wenn du Hilfe brauchst, klicke auf das Fragezeichen links und du bekommst einen Tipp.
Das ist Reverse Engineering. Ja. Wir machen jetzt Reverse Engineering und zwar, Julia, wie geht das? Nee, keine Ahnung, ich habe gerade nicht richtig, du hast gequatscht, ich habe nicht richtig aufgepasst bei dem. Oh Mann, wir müssen diesen Tisch zusammensetzen. Wir müssen fortfahren. Wir fangen mit dem Schädel an. Ja, mach mal den Kopf da. Hier, Horst, ich frage gerade, wie die Seegurke bei SpongeBob heißt. Ich weiß gar nicht, ich kann mich an gar keine Seegurke erinnern, aber ich habe es auch nicht so auch viel nicht geguckt. Kreten ist auch noch einfach. Mein Skelett. Ja, das sind ja nicht die Kreten, weil die Kreten sind ja nicht mit der Wirbelsäule verbunden. So. Ja, danke. Das ist gut. Was haben wir denn? Kiemen. Meine Kiemen zum Atmen. So ungefähr. Ja, da. Ja. Schön. Also, mach mal, was ist das? Eine Niere oder was? Leber. Leber. Meine Leber. Ich glaube, die Leber ist so unten mittig oder so. Nö. Nee. Dann also den weiß ich, mein hinten. Darm, da würde ich sagen, so, ja. Nee. Nee, dann so. Noch weiter hin. So, weiterhin. So. Ja. Dann die Leber kommt da so zwischen Darm und Kiemen, hätte ich jetzt einfach jawohl. Mal. Jawohl. So, was haben wir hier? Vorsicht mit meinem Geschlechtsorgan, alles klar. Dann vielleicht direkt anliegen. Ja, da. Oder da? Jawohl. Mach mal. Ja. Ist ja ein Fussel. Das ist meine Schwimmblase. Die müsste dann da sein. Ja. So, ja. Mhm. Nee, dann noch ein bisschen mittiger, glaube ich. Ne? Wir haben wahrscheinlich noch nicht. Wir müssen erst andere Sachen einsetzen. Meine Niere? Achso, dann wahrscheinlich so. Mhm. Nee. Vielleicht kommt noch das Weiße. Was ist das da? Das ist mein Gehirn. Das Riesenspermium. Ah. Gut. Dann kommt wahrscheinlich die Schwimmblase. Ist doch bestimmt. Oh. Okay. Ja, gut. Und dann das Geschlechtsorgan. Das ist nicht das Geschlechtsorgan, oder? Ach, das Geschlecht, nee, meine Niere. Ja, stimmt, das Geschlechtsorgan. Ja, das haben wir doch schon eingesetzt. Ja, dann da. Ja. Ja, weil wir haben. Ich drück war mal das mal. Nicht, wir haben nicht aufgepasst beim Video, beim schwierigen Teil. Nee. Aber gibt den ja! Ja! Yeah. Oh, das ging das ja, ging schnell, ja schnell, hervorragend. Ich fühle mich ein klein wenig verarscht hier von. Du musst dir vorstellen, du bist 10 und du hast schon 25 Mal auf weiter, weiter, weitermachen gedrückt. Ah, okay. Okay. Wow, weiter. Du kennst dich mit Fischen aus. Habt ihr es gehört? Wir können uns mit Fischen aus. Du hast 0 Versuche benötigt, um 3 Fische zu identifizieren und du hast 4 Fragen richtig beantwortet. Du hast 3 Versuche benötigt, um deinen Fisch sicher ins Ziel zu steuern und hast 3 Fragen richtig beantwortet. Du hast 21 Versuche benötigt, um alle Organe an die richtige Stelle zu positionieren. Ja. Das. Naja. Jetzt. Frankenstein. Gefällt beim Spiel für 10-Jährige. So. Alles klar. Aufgetaucht. Okay. Was? Wir sind jetzt fertig? Wir sind fertig. Ich habe gesagt, es ist relativ kurz. Ah, okay. Das war schon. Oh, ja, das war schon. Also für einen Unterricht, für einen Unterricht steht dabei irgendwie halbe Stunde und dann soll der Lehrer mit den Kiddies drüber sprechen. Ja, also für einen Schulunterricht ist es ja auch praktisch, wenn es nicht zu lange dauert. Dann muss das ja auch irgendwie alles in eine Dreiviertelstunde quetschen können. Ja. Irgendwoher, Horsti sagt, irgendwoher kenne ich die Stimme. Ich guck mal gerade. Bestimmt nachgucken, wer der Sprecher ist. Abgetaucht. Steht das hier irgendwo? Steht das nicht im Impressum? Vielleicht im Impressum? Da war alles Mögliche, als du es angeklickt hast. Da waren die ganzen Credits mit dabei. Im Spiel direkt. Ja, aber ich kann die nicht anklicken. Oh. Na gut, dann müssen wir es jetzt leider nochmal spielen. Nein. Nee, das reicht jetzt. Dankeschön. Ja. Und das hier ist so eine von den Materialien dazu, wo was erzählt wird. Da kann man dann auch. Ah ja. Ne? Animationsfilm, Minigame, Quiz und so. Für den Lehrkörper. Schön gemacht. Mhm. Genau. Und hier ist nochmal direkt nochmal direkt der Link beim Hochschule der Medien von, weiß ich gar nicht, Stuttgart, ja. Mareile hat in der 11. Klasse Mandalas gemalt. Was war das, ein Achtsamkeitskurs?
Oh, wir haben das früher auch immer gemacht im Englischunterricht, wenn die Lehrerin wollte, dass wir, keine Ahnung, uns beruhigen oder so. Ich hab mal ganz kurz gegoogelt bei Wikipedia, wie das funktioniert mit der Entleerung der Schwimmblase. Und es gibt wohl zwei Arten. Also entweder, also was genau, also einmal hat die Schwimmblase eine Verbindung zum Kiemendarm. Frag mich jetzt nicht, was der Kiemendarm ist. Und darüber können die den Sauerstoff abgeben, also weil der Kiemendarm eben direkt Kontakt zum Wasser hat. Und dann gibt es andere Fischarten, die können einfach Gas über die Blutbahn reabsorbieren Ach und wieder so. abgeben. Und das wird irgendwie durch Muskeln gesteuert. Okay. Krass. Ja, aber macht ja auch Sinn. Du kannst ja Gase super irgendwie in Blut oder sowas lösen und wieder abgeben. Aber dass das so ein Druckunterschied? Also Ja, ja, also okay. das macht ja Blut. Es transportiert Sauerstoff und so. Ja, Also aber nicht nur. Sauerstoff, ja, aber Sauerstoff transportiert es darüber, dass es bindet an Hämoglobin, nicht, dass es den Sauerstoff als Gas löst in der flüssigen Phase. Nee, das nicht, aber es muss ja erstmal reinkommen. Aber trotzdem ist ja die Funktion des Blutes der Gastransport. Ich möchte dazu kurz als schlichtende Information sagen, dass die Ja. meisten Milben kein Herz besitzen und deswegen dauernd in Bewegung sein müssen. Ist das nicht schön? Und Milben gehören zu den Spinnentieren und sind sehr klein. Und Das ist dann wird quasi komplett. durch die Ja? Muskelbewegung wird dann das Ja, die Blut. müssen den Kreislauf immer durch Bewegung in. Also das ist es nicht. Also wenn man sich das so vorstellt, du wirst geboren und musst dann bis zum Tod immer dich bewegen, weil du sonst stirbst. Ja, Das Haie ist, müssen das auch. Also manche. Ja. Haie. Aber hier geht es um Spinnentiere. Haie. Spinnentiere, Spreche aber Julia. von Milben. Übrigens, weil Haie sind ja auch Fische, aber nee, es ging um Knochenfische bei dem Spiel, ne? Weil Haie haben keine Schwimmblase und Haie können nicht rückwärts schwimmen, weil die haben ihre Brustflossen. Also die Kleinfische, die können quasi so damit rückwärts schwimmen und damit steuern. Und Haie haben ja so feste Die sind Brustflossen und können starr. das nicht. Ja, und die können nur vorwärts schwimmen und deswegen ist es auch so scheiße, wenn die irgendwo sich verheddern, weil die nicht weg Die haben können. keinen Die können nur Rückwärtsgang. vorwärts. Ja, das ist richtig blöd. Oh Mann. Ja. Nee, Milben schlafen nie, glubber und gut. Ja. Also Haie Schlaf ist. schlafen irgendwie. Ich glaube, dass Milben nicht schlafen. Ich habe eine wunderschöne, aber jetzt leider eingepackte Milbe, die einige von euch letztes Mal schon bewundern durften, als Wie, ihr Kängurus nach. schlafen auch nie, Horsti? Immer mehr Informationen über das Aber über seltsame andere Tiere. Tiere. Aber Kängurus schlafen schon, wenn sie Babys sind, im Beutel der Mama. Und zwar gar nicht so wenig, würde Ich ich mal kann nicht glauben, behaupten. dass Kängurus nicht schlafen. Ach so, Ach Kängurus so, können nur Kängurus. vorwärts. Okay, wir sind meine. Also ich glaube, das ist. Ja, wenn man so schön aneinander vorbeiredet, das ist genau mein Ding heute. So richtig schön aneinander vorbeireden und irgendeinen Quatsch erzählen und so. Ich habe übrigens Blauwale für euch vorbereitet. Geil, willst du Cool. direkt einsteigen mit Blauwalen? Ja. Großartiger Übergang. Komm, machen wir. Richtig. Ja, Blauwale, Blauwale. Warte. Und zwar die Blauwale gehen raus an meine Freundin Sebastiana, weil das Konzept unserer Plötzlich-Wissen-Aktion ist ja normalerweise, wir fragen auf der Straße die Leute, was sie mal über Meere und Ozeane wissen wollen würden, was sie noch nicht wissen. Und Sebastiana ist eine Freundin von mir, die ist Ärztin, aber sie malt ganz, ganz tolle Aquarelle mit Walen und wollte dann mehr über die Blauwale wissen. Deswegen habe ich mich vorhin, nachdem ich übermüdet war, hingesetzt und versucht, noch irgendwelche Informationen zu Blauwalen rauszufinden, weil ich mir das als eigenes Ziel gesetzt hatte. Und ich war vorübergehend versucht, das mache ich dann immer übersprungshandlungsmäßig, ein anderes Thema spontan doch noch zu wählen. Beim letzten Mal kam dann die Walrasse. Ich wollte ja beim letzten Mal auch schon Blauwale Walrasse. machen. Die Walrasse, die Walrosse. Letztes Mal habe ich Rossi als Thema gehabt dann. Stattdessen, vorhin habe ich kurz überlegt, ob ich nicht Schwertfische nehmen soll, weil gestern war der Tag der Schwertfische. Okay. Aber
ich habe mich dann durchgerungen und die Blauwale genommen. Die Blauwale sind nach aktuellem Stand des Wissens die nach wie vor größten Tiere, die auf unserem Planeten leben und lebten. Angeblich. Nein, ist nicht. Nein, ist es Danke. Nicht. Danke! Seit wann? Doch ein Dino? Ja, seit 3 oder 4 Jahren. Jetzt lass mich mal überlegen. Der Titan. Oh Gott, wie heißt der denn nochmal? Oh, dann danke schön, Julia. Ich habe nämlich dieses Paper. Ja? Es ist relativ neu, Info. Also ist erst seit 3 Jahren. Naja, neu. Ganz neu, ja. Ich habe heute recherchiert. Da sieht man mal, wie fit ich bin. So, ich habe hier mal einen Blauwal. Aber ich glaube, das ist, also der Punkt ist, Inga, ich glaube, das Wissen ist noch nicht überall angekommen. Weißt du, deswegen meinte ich, es ist relativ neue Info. Das heißt, bei den meisten Leuten, die werden das immer noch sagen, weil das ganz neu ist, dass diese Dinos entdeckt werden. Wenn du größtes Tier der Welt bei Google eingibst, kommt Blauwale. Ja, und Google muss es ja wissen. Genau. Ne? Ja, aber du musst größtes Tier, das jemals auf der Welt gelebt hat, eingeben. Okay, der Blauwal ist natürlich nach wie vor das größte aktuell lebende Tier, aber nicht das, wohl dann nicht das, was es jemals gegeben hat. Ja, warte. Ich finde es raus. Julia findet, das ist ja das Gute, wenn man zu dritt arbeitet. Einer kann immer suchen. Du erzählst über Blauwale, ich finde ich raus. Ich erzähle über die Blauwale. Es gibt einmal die nördlichen Blauwale und einmal die südlichen, also Nordhalbkugelblauwale und Südhalbkugelblauwale und dann noch so eine Unterart, das sind so Zwergblauwale. Und Zwerg ist immer noch nicht Zwerg. Also die großen Blauwale, die haben so eine Durchschnittslänge von 26 Metern. Durchschnittlich, das heißt, es gibt auch größere. Kleinigkeit. Und wiegen über 100 Tonnen, manchmal auch so 200 Tonnen. Das sind etwa 2600 Menschen, wenn man es so in Menschen umrechnet, so auf einen Durchschnittsmensch gerechnet. Also so ein Konzert, einmal die Elfi voll machen und dann hat man ein Blauwalgewicht. Also richtig, die sind richtig schwer. Sehr, sehr schwer. Und würden an Land wohl auch nicht überleben, weil die in ihrer Masse einfach von ihrem eigenen Gewicht erdrückt werden würden. Aber da frage ich mich, wie das mit den Dinos, waren das Wasserdinos oder Landdinos? Weiß man das? Ich glaube, Katagotita. Du meinst so hier diese Donnerechsen, diese großen mit dem... Die größten am Land gelebten Dinosaurier, die größer sind als die Blauwale, die meine ich. Das, den Vergleichsdinosaurier. Ja. Das ist cool. 37 Meter. Okay. Er hat gewonnen. Brachiosaurus? Blauwal. Nein, doch nicht der Preis. Nee, der Patagotitan. Ach. Ah ja. Ach so, der ja. Aber jetzt haben sie 2017 haben sie das gefunden. Deswegen das Interessante bei den Blauwalen ist, das waren mal landlebende Tiere, die atmen ja auch über Lungen. Ich muss da jetzt mal kurz reinklicken, was Julia da gerade gemacht hat. Ah, das ist der mit dem schlanken Hals. Der Giraffensaurier. Patagotitan. Interessant. Ja, also er gehört auch zu den Sauropoden, aber es ist nicht Brachiosaurus. Also Brachiosaurus ist auch ein Sauropode, aber ist eine andere Art. Ich finde es sehr gut, dass wir auch kurz mal über Dinosaurier sprechen. Ich habe als Kind auch ständig über Dinosaurier gesprochen, aber ich habe das alles wieder vergessen. Ja, wir hatten neulich eine Dinosaurier-Podcast-Folge, deswegen weiß ich das. Ich habe ja, glaube ich, mal ist das ein Public-Domain-Bild? Das kann ich ja mal zeigen. Mhm. Ist das? Nee. Das müsste ich kaufen. Verstehe. Ja, das Bilderproblem. Das pack doch einfach den Link da rein und dann können die Leute das selber anklicken. Das müsste doch gehen, oder? So eigenverantwortlich aufs Bild klicken. Ach, hier komm. Alle Patago, Titan und dann hier, ich schmeiß mal einen Wikipedia-Artikel in Chat. Ja, das meine ich. Das ist sehr gut. Es gibt in Stralsund... Habe ich doch schon längst gemacht. Ach, hast du schon gemacht. Entschuldigung. Ja, habe ich schon vor 10 Minuten gemacht, ey. Ja, echt. Doppelt hält besser. Danke, Julia. Mhm. Könnte ja jemand neu dazugekommen sein und nicht hochscrollen. Scrollen. Die ernähren sich über Krill.
also diese kleinen Krebstierchen. Und das Beutetier ist 50 Millionen Mal leichter als der Jäger sozusagen. Also so ein Krillteil ist ja richtig leicht und der Wal ist sehr schwer. Die brauchen etwa 4 Tonnen Nahrung am Tag, auch nicht ganz so wenig. Und was ich sehr spannend finde, sie gehören zu den Furchenwalen. Und ich habe André natürlich total rechtzeitig, eine halbe Stunde bevor wir angefangen haben, nee, eine Stunde sogar. Das ist total reicht. Danke. Einen Link geschickt, ich glaube, den hattest du eben auch schon aufgemacht, zum Thema Krillfressen, weil die haben als Furchenwale, genau. Wie funktioniert das mit diesem Fressmechanismus? Da kann man ein bisschen runter. Tut mir leid. Ja. Es gab eine Frage, Joggy85 fragt, dazu passend, landlebende Tiere haben ja eine Maximalgröße. Weiß ich nicht, ob die eine Maximalgröße haben. Gibt es diese grundsätzlich auch bei aquatischen Tieren? Die haben ja nicht das Problem des Eigengewichts. Haben auch das Problem des Eigengewichts, nur nicht, dass sie das aufrecht halten müssen in irgendeiner Form. Sondern eher Trägheit und Versorgung, weil wir haben gerade von Inga 4 Tonnen Krill am Tag. Das ist halt kompliziert. Aber weißt du was dazu, Jules? Jetzt so spontan? Das kommt schon ein bisschen drauf an. Also mit dem Eigengewicht ist ja, dass deine Knochen das quasi nicht halten können und du mehr oder weniger zerquetscht wirst. Ich weiß zumindest, dass bei Haien davon ausgegangen wird, dass eigentlich, also so groß wie der Walhai oder der Megalodon, also dieser riesige Urhai, die werden so 20 Meter. Und dass man davon ausgeht, dass die nicht größer werden können, weil die haben ja ein Knorpelskelett, weil das Knorpelskelett das sonst nicht mehr halten kann. Also da wäre das quasi genau das Problem mit dem Eigengewicht. Ich weiß nicht, wie es mit Knochenfischen ausschaut, also oder mit Walen. Also ob da das der limitierende Faktor ist oder ob eben wirklich die Nahrungsaufnahme der limitierende Faktor ist. Weiß ich nicht. Aber ich schreibe mir gerade die Frage auf. Sehr, sehr cool. Ich habe dazu in irgendeinem Artikel vorhin gelesen zum Thema, warum sind die eigentlich so groß? Da gibt es ja die Bergmannsche Regel. Es ist ja kühl da, wo die wohnen. Und größere Tiere haben ja im Vergleich zur Masse eine geringere Oberfläche zum Thema Abkühlung. Aber es stand irgendwo auch noch, dass die natürlich mehr Zellen haben und über die Zellen ja ihre Wärme aufrechterhalten. Also je mehr Zellen ein Körper hat, desto mehr Wärme. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ist. Es stand irgendwo. Und die deswegen größer geworden sind, weil sie ihre eigene Wärme auch dadurch besser generieren können. So. Ja, weil die Fläche quasi steigt nur im Quadrat und das Volumen im Hochzeit. Ja. Ja, und deswegen ist es sehr günstig, wenn man Whisky mit Eis trinkt, was ich seltenst tue, runde Eiswürfel zu benutzen. Die schmelzen nämlich langsamer. Ja, weil größte Masse. Oder was auch geil ist, polierte, kalte Steine. Ja. Ja, oder wenn man richtig witzig sein möchte, das habe ich früher gemacht, dann kann man einfach, echt mega Trick hier zum Thema Leute, die Fische mögen, wenn man beim Sushi-Mann gibt es diese Plastikfische, in denen die Sojasauce drin ist und wenn man die einfach mit Wasser füllt später und ins Eisfach legt, dann kann man die Fische zum Abkühlen in ein Getränk tun und es wird ja nicht verwässert, weil ja das Eis im Plastikfisch bleibt. Das stimmt, aber das ist ganz schön klein. Oder ja, du kannst ja mehrere Fische haben. Ich habe einfach mehrere Fische. Was ist denn daran, Igitt? Man hat die ja abgewaschen, die Fische. Und wir haben gerade, das ist mir fast durchgerutscht, von Mareile, die hat zur Atmung noch was gesagt. Corydoras nutzen die Darmatmung. Habe ich mal gerade rausgesucht. Das hier sind Corydoras, der Green Gold Catfish. Die haben anscheinend eine Darmatmung. Ich habe das jetzt nicht nachrecherchiert. Zum Thema Darmatmung, da kann auch jede Fliegenlarve mitmachen, Made. Okay. Die Fliegenmaden atmen auch durch den Po. So, damit die vorne fressen können. Egal, wir waren eigentlich bei Blauwalen. So, ich schalte jetzt mal, dass der Artikel größer ist. Erzähl weiter.
Danke dir. Das sind Furchenwale und das sieht man auf dem Bild auch ganz gut. Die haben von vorne vom Maul bis zur Bauchregion so Striche und das sind so eine Art, ich sag mal, Dehnungsfugen. Wenn man jetzt weiter in dem Artikel runterscrollt, dann sieht man, wie das funktioniert. Die können 90 Grad weit ihr Maul aufmachen. Alter. Genau. Richtig krass. Und so jagen die nach Krill. Die können sich auch einfach auf den Rücken drehen. Und manchmal sieht man, ich habe dir was verlinkt. Also das da ist der Theorieteil. Ich habe aber auch einen Praxisteil mit einem Video wie und sogar Open. Also, Giant Blue Whale Hunting for Food? Richtig, da sieht man dann, wie das in echt funktioniert. So, okay, mit gucken dem. Wir uns das Danke. Mal an. Oh ja, dicker Bauch, meine Fresse. Das ist das Maul, das ist nicht der Bauch. Ja, okay, aber... Was ist diese Tasche? Ja? Du bist gerade... Ist das ein Blauwal? Ich kann es, also es ist die Art des Jagens, die ich darstellen wollte. Ich bin mir tatsächlich in dem Video, ich bin mir nicht sicher, ob das ein Blauwal ist. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich war nicht dabei. Es ist ein relativ neues Video. Es wird mit Blauwal angegeben. Bin ich ganz sicher. Aber ich bin heute. Ja? Sorry, ich mache den Link auch kurz in den Chat, weil ich habe heute, zufällig ist mir irgendwie in meine Timeline auch ein Video gespült worden von einem Blauwal. Der Grillfriss, das ist ein Drohnenvideo. Ja. Das ist cool. Es denn eins, was man teilen? Ah ja, das, was nee, man ist National darf. Geographic. Ist National Geographic, ja, genau. Ich habe schon mal weggeclaimed, deswegen ich habe es nur in den Chat geballert. Ja, nicht draufklicken, André. Nicht nein, draufklicken. Ich klicke nicht drauf. Meine Hände sind hier oben. Sehr gut. Ich habe nämlich auch noch ein ganz, ganz süßes, das habe ich dir aber auch sicherheitshalber nicht geschickt, wo 2016 hat man das. Ja, nein, nicht weil du das. Weil es niedlich ist. Nein. Nein, weil uns das Twitch wieder um die Ohren haut, so. Weil wir die Rechte nicht haben, das zu zeigen. Weil es auch von National Geographic gebrandet ist. Und das ist von 2016, da haben sie die ersten Drohnenaufnahmen eines Blauwalbabys, das von der Mama gesäugt wird. Die kommen mit 7 Meter Länge auf die Welt. So ein kleines. Ein dicker Brummer. Total krass. Da fällt mir gerade ein, müssen Blauwale dann auch, also ich weiß, bei Delfinen ist es so, und wahrscheinlich ist es bei Blauwalen auch so, dass die Babys, die haben ja keine Lippen und keine Backen und das heißt, die können nicht saugen und das heißt, die Milch muss so gespritzt werden in den ihren Mund rein. In die Details bin ich nicht gegangen. In meiner doch 3 Stunden andauernden, 4, 5 andauernden Recherche. Weil ich bin ja bekanntermaßen heute übermüdet und habe deswegen eigentlich fast nichts gemacht und keine Ahnung. Aber du hast 5 Stunden recherchiert, das ist nicht nichts. Das stimmt. Warte, ich schreibe es mir auf. Säugevorgang Blauwal. Ja, aber wahrscheinlich machen die das auch so wie bei Delfinen, also dass das so gespritzt wird. Das kann gut sein. Also wenn die da hier ihre Luke, die Futterluke aufmachen, dann strömt automatisch bei der Vorwärtsbewegung das Grill da ein und dann machen die das so halb zu und dann haben die diese Barten. Ich habe auch ein Foto von den Barten, die sind hier angedeutet im Bild, als diese grauen Lappen. Die sind am Oberkiefer. Das ist so wie so ein langhaariger Teppich. Die sind bis zu 1 Meter lang. Das Ding von Wikipedia? Ja, ich habe es betitelt. Nee, das ist der Größenvergleich eines Schädels mit einem ich habe das wie habe ich das genannt? Grillfressen, Plax. Nee, habe ich dort, aber im Wikipedia-Artikel ist ein Bild davon drin. Ist auch egal. Kann ich gleich raussuchen. Also die Barten sind einfach nur so dunkle Haare, die ganz eng stehen. Und das kennt ihr bestimmt auch schon alle aus dem Biounterricht und so. Mit der Bauchmuskulatur und der Zunge drückt der Wal dann das Wasser wieder an den Barten vorbei und behält den Grill ein. Das sieht man im untersten Bild. Da sieht man diese kleinen Fummeldinger. Genau, das, ich glaube, dass das schwarze die Zunge sein. Ich glaube, krass, dass das die Zunge sein soll. Der ja. Zungenmuskel. Alter, nicht schwer. Besonders gut beziffert da. Was ich krass finde, der kann 100 Tonnen Wasser innerhalb von 10 Sekunden fassen.
100 Tonnen Wasser in 10 Sekunden ab ins Maul. Bdüm. Also dann wäre die Wanne auf jeden Fall mehrfach leer in Millisekunden, die eigene Badewanne. Oder der Pool, falls hier jemand einen Pool hat. Wenn man Blauwal hat, muss man sich um Wasseraustausch nicht kümmern. Die machen da innerhalb von Millisekunden den Pool leer und wieder voll. Einmal durch die Baden gezogen. Alter Schwede. Ja. Ja, und das wird ermöglicht, weil die ein besonderes, einmaliges Organ haben, das irgendwie zwischen zwei Knochen am Unterkiefer ihres Nervens, also am Unterkiefer ist, und das macht so ein Nervensignal, was diese Kurzfristigkeit überhaupt ermöglicht, dieses Auf-Zu-Ding. Und die haben Stretch-Nerven, das hat auch sonst kein anderes Tier. Also normalerweise sind so Nervenzellen relativ statisch anscheinend, ja. Also nicht so flexibel. Und die haben flexible Nerven, die dann ermöglichen überhaupt diese Dehnung und Geschwindigkeit, also elastische Nerven, die sich von 14 auf 34 Zentimeter dehnen können, um diesen Vorgang zu ermöglichen. Okay, das ist krass. Mehr als das Doppelte. Ja, ja, genau. Das ist schön, das habe ich noch nie gehört. Ja, ich auch nicht vorher. Die haben ein 600 Kilo schweres Herz. Also schwerer als der dickste Mensch. Wie schwer ist denn der dickste Mensch? Weiß ich nicht. Ich gehe mal davon. Da hätten wir wieder die Frage. Aber weil du das so gesagt hast, ich dachte, du. Nee, ja, ich habe ja, das. Genau. Nein. Ich bin jetzt. Nein, auch. Aber ich bin mir ganz sicher, dass der dickste Mensch nicht 600 Kilo schwer sein kann. Ich gehe mal davon aus, dass. Also spätestens das. 592. Weil, ja. What? Ja, aber schon, aber so ein guter Vergleich. Ist, ja, okay. Ja, der intuitive Richt. 592. Alter Bede. Okay, das war mir nicht so bewusst. Gut. Ich poste aber immer, auch kein Bild davon. Nee, danke. Ist komplett aber er heißt Manuel Uribe Garza aus Monterrey in Mexiko. Ja, stimmt, das habe ich gleich mal gehört. Was gibt es denn da bitte zu essen, dass man. Das ist das eine Krankheit? Das ist bestimmt nicht, also das ist immer eine Krankheit, also halt ja. Zumindest eine psychische Krankheit. Also. Ja. Aber in Mexiko, aber generell in Mexiko ist das Essen sehr fettig und sehr. Aber ich glaube, das ist nicht der Grund dafür. Nein. Okay, auf jeden Fall, der Blauwal hat immer noch ein schwereres Herz, als der dickste Mensch ist. So. Hieß, ja genau, Entschuldigung, Vorkaufe. Und der pumpt zwischen 2000 und 5000 Liter Blut pro Minute durch dieses riesige Herz. Und hat insgesamt bis zu 7500 Liter Blut im System. Alter. Alter Schwede. Ja, krass, oder? Ja. Bei Moby Dick werden aber auch das Verhältnis 1500 Liter Blut sind, weiß nicht. Ein Pool? Nee, mehrere Badewannen? Sind so 8 Tonnen Gewicht. Das heißt, er hat 8 Tonnen Blut, aber kann 100 Tonnen Wasser sich einverleiben. Das kurzfristig, ist, ja. Ja, kurzfristig, ja. Den Vergleich meinte ich jetzt gerade. Ja, der ist echt krass. Ja, da sage ich aber auch nochmal, das Video, das ich vorhin gepostet habe, das YouTube-Video, da kann man das richtig schön sehen, weil das ist eine Drohnenaufnahme und der macht dann dieses Maul auf und dann spannt sich auch dieses ganze Maul so. Da kann man das echt schön sehen, wie viel da reingeht. Mhm. Schön, dass wir es leider nicht, also nicht schön, dass wir es nicht zeigen können. Ja, stimmt, André, das war schon der National Geographic, die uns das letzte Mal da ja. Bei ja. YouTube. Ja, das waren das die Flamingo-Videos, die uns. Ja, genau. Ja. Ja, die können sie auch jetzt gucken und dann machen wir nachher halt einen schwarzen Balken drüber. Aber nicht, dass sie uns irgendwann sperren. Ich finde das Risiko zu hoch. Ich möchte hier weitermachen können. Okay, mach weiter. Okay. Mach weiter. Ja. Genau. Wer mag, guckt sich das die schönen National Geographic-Dinge an. Die haben Wanderrouten, die ganz ordentlich bekannt sind, aber man weiß nicht ganz so genau, wo die sich fortpflanzen. Ich habe vorhin davon gelesen, ganz am Ende, deswegen bin ich da jetzt nicht so ganz firm, dass die sind ja eher Einzelgänger und meistens sieht man Muttertier mit ihrem Kalb.
Das übrigens, wenn es ausgewachsen ist, so 12 Meter lang ist, also ausgewachsen im Sinne von nicht mehr bei Mutti. Ne? Wenn man so 12 Meter erreicht hat, dann ist man nicht mehr bei Mutti unterwegs. Und die Männchen verfolgen dann ab und zu mal die Weibchen und sind dann mit denen unterwegs und vertreiben die anderen Männchen. Das habe ich aber nur so im Vorbeigehen irgendwie gelesen, also eine Art Verfolgungsaktion. Fortpflanzen tun die sich im Winter. Man kann die auch bei den Azoren gut beobachten. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, mal einen gesehen, weil ich in Kanada studiert habe und die auch bis in den St. Lorenz-Strom schwimmen. Und dort dann im Winter auch mal Probleme damit bekommen, dass das Eis, die Eisdecke zu stark und zu dicht wird und das für die dann gefährlich ist, weil die ja normal atmen über Lungen. Also müssen ja nach oben mit ihren zwei Nasenlöchern am Rücken. Was habe ich noch rausgefunden? Habt ihr eigentlich Fragen? Hat jemand Fragen? Ich weiß natürlich überhaupt nicht alles. So. Außer... Wir haben noch einen Kommentar gerade gehabt von Joggy85, habe ich gerade darauf geantwortet. Aber in Relation zum Körpergewicht ist das Herz des Blauwals 600 Kilo bei 200 Tonnen ähnlich schwer wie beim Menschen 300 Gramm bei 80 Kilo. Mhm. Ihr habt Relationen berechnet, wie schön. Sehr gut. Trotzdem sind 600 Kilo Herz beeindruckend. Ja. Ich hab hier notiert 600 Kilo bis eine Tonne. Okay. Ob das wahr ist. Und jetzt möchte ich zu einem, das mein Fun Fact des Tages ist, dass ich irgendwie rausgefunden habe, dass man bei Walen eine Altersbestimmung, man weiß nämlich nicht, wie alt die ältesten Wale sind. Man geht davon aus, also wie alt diese Wale werden. Man geht von mindestens so 60 Jahren aus, könnte aber sein, dass die, weil die mit, je größer das Tier, desto älter wird es tendenziell, dass sie auch ein bisschen älter werden und dann. Das Smithsonian, so ein Forschungsmuseum, die haben eine Ohrenschmalzsammlung von Wal-Ohrenschmalz. Also Wale waren, oder diese Blauwale auf jeden Fall, die waren früher Landtiere und dann sind die ins Wasser und die unterhalten sich über Lieder. So kennt man ja die Walgesänge. Und die benutzen Ohrenschmalz zur Abdichtung der Ohren. Die Dichte des Ohrenschmalz ist genauso wie das Wasser. Deswegen hören die durch ihren Ohrenschmalz sehr gut. Wir haben so ein Hörexperiment, bei dem wir von Plötzlich Wissen auf der Straße normalerweise mal imitieren, wie es ist, unter Wasser zu hören. Und wir wissen, dass Luft eben Schall nicht so gut überträgt. Aber Ohrenschmalz überträgt, also der Wal-Ohrenschmalz überträgt... Genau, vielen Dank. Das ist nämlich das Mikroskopbild für dich, André. Überträgt Schall ganz gut. Das ist das Mikroskopbild. Ja, die unteren, ne? Also so. D vor allem. Ja. Also oben sieht man den Gehörgang. Rechts ist die Außenhaut vom Wal, vom Blauwal. Und dann geht der Gehörgang da rein. Und das, was mit D beziffert ist, diese wurzelartige, genau das da, das ist Ohrenschmalz. Und die beim Smithsonian, die sammeln seit Hunderten von Jahren, also es. Die Blauwale wurden ja stark bejagt bis in die 70er Jahre rein und deswegen hat man sehr viel Ohrenschmalz von bejagten Blauwalen. Heutzutage kommt man nicht mehr so einfach an Blauwal-Ohrenschmalz. Das... Ja, red weiter. Was denn? Das ist wichtig. Ja, nee, ist richtig. Ja, aber ja. Die Häufigkeit, wie du Blauwal-Ohrenschmalz sagst. Ist, ja, ich find's lustig, Entschuldigung. Man kann anhand des Ohrenschmalz nachvollziehen, wie alt ein Wal ist. Also bei Blauwal-Ohrenschmalz gibt es hellere und dunklere Schichten. Eine hellere und eine dunklere Schicht ist bei der Walart etwa ein Lebensjahr. So. Die helleren, die entstehen in der Phase, in der die Futter suchen. Die machen immer so die, ihre Migrationsreisen, Fortpflanzung und Fressen. Das sind zwei unterschiedliche Hauptaktivitäten der Wale und fressen tun die in der Nähe vom Polarkreis, weil da besonders viel Krill ist und die Fortpflanzung ist dann eher so Richtung Äquator, also Tendenz Äquator. Und wenn sie viel fressen, dann sind mehr Lipide im Ohrenschmalz und dann ist es heller. Und wenn sie mehr rumreisen und Fortpflanzung machen, dann ist es dunkler. Und kürzlich hat man das. Wer kennt es nicht? Ja, genau.
Und kürzlich haben Forscher das erste Mal das ganze Leben eines Blauwals chemisch auseinandergenommen, weil die eine Methode gefunden haben. Das ist, glaube ich, das, ja, das ist das Paper, wo sie das ganz genau untersucht haben und chemisch analysiert haben, welche Hormone zu welchem Zeitpunkt und auch welche Inhalt genau. Cortisol und Testosteron. Ja. Ja. Ja, das ist in diesem Fall ein Verunfallter, also ein Einzelwahl-Schicksal, das verarbeitet ein männlicher Wal, ist in diesem Paper einmal chemisch untersucht worden, also der Ohrenschmalz. Und die Einlagerung vom Ohrenschmalz. Ja, und dadurch weiß man, dass die Pestizide zum Beispiel am häufigsten im bis zu 6 Monate alten Wal auftreten. Das heißt, das Muttertier übergibt die noch mit der Muttermilch und danach nehmen die ab. Also wenn sie älter werden, dann haben die nicht mehr so eine starke Konzentration, weil die ja nicht mehr gesäugt werden. Und danach kommen dann andere Probleme auf sie zu. Und in dem Fall kam ein großes Problem, denn der Wal ist, der Wal hatte Stresshormone aufgebaut. Der ist mit 10 Jahren, das ist auch so ein klassischer Durchschnitt beim Wal, wahrscheinlich geschlechtsreif geworden. Und dann hat er stark an Stresshormonen zugenommen, wahrscheinlich, weil es echt stressig ist, ein Weibchen zu finden. Und es ist aber auch krass hier sein, die Quecksilberaufnahme. Ja, das ist auch ein Walproblem. Ja, deswegen ist Walfleisch sicher nicht gesund. Richtig. Das kann man daraus eindeutig schließen. Ja, und der ist dann mit 12 oder so verstorben. Ich glaube, er hatte einen Schiffsunfall. Das ist auch so eine Sache. Die Wale können ja relativ tief tauchen, aber die fressen leider in einem Bereich, hat man rausgefunden, der nicht so tief ist, wie man gehofft hatte, sondern auch in dem Bereich, in dem die großen Containerschiffe noch, die haben ja einen starken Tiefgang, also die können leider verunfallen, die Wale. Und das ist mit dem Tier hier passiert und der ist dann, das ganze Leben ist also das Leben anhand des Ohrenschmalz durchanalysiert worden. Okay. Ja. Das war mein Fun Fact zum Thema Blauwale. Und das Paper ist Open Access. Deswegen kann ich auch ohne Probleme den Link posten von PNAS. Ja, den Link kannst du immer posten, aber zeigen ist manchmal schwieriger. Ja, aber bei Papern, die hinter einer Paywall sind, da poste ich dann nur die DOI. Weil ja, dann kann man aber sich das haben wir auch noch gar nicht gemacht. Genau. Ja, stimmt, aber es können ja auch Leute geben, die über die Uni oder so Access haben. Also ach so, kannst du auch den Link posten für die Leute. Ja, das stimmt. Und Blauwale schnacken eher in tieferen Tönen. Und ich habe dir, glaube ich, auch noch einen Blauwal-Song, aber der ist auch einfach auf der Wikipedia-Seite zu finden. Ja, hast du geschickt. Habe ich dir geschickt, ne? Bluewhaleatlantic1.ogg. Sollen wir den anmachen? Ja, weil, kannst du gerne, dann hört man mal, wie die sich so unterhalten. Okay. Ja, also es gibt unterschiedliche Populationen und die schnacken auch unterschiedlich. Das ist wieder dieses Dialektding, das ist ja bei Schweinswalen auch so. Also bei vielen Walarten. Ja, ich glaube, das ist bei allen. Das ist so wie bei uns. Zahnwalen auch so, also Orcas und Delfinen und so. Ja, und bei Leuten, die das Fischspiel besprechen, ist es auch anders, als wenn man aus Norddeutschland kommt. Klingt sehr gechillt, sagt der Chat, beziehungsweise Horsty im Chat. Ja. Mhm. Deswegen gibt es auch immer Wahlgesang auch so als Entspannungs-CDs und so. Ja, natürlich. Wale haben es drauf. Gechillter Wal. So, habe ich noch irgendwas verschickt? Es gibt noch die anderen Sachen, die ich geschickt habe, die sind nur Add-ons, falls wir später noch Lust haben. Das waren die wichtigen Infos zum Thema Blauwale, die Kurzfassung. Geil. Ich hätte jetzt gesagt, lass uns ein kurzes Päuschen machen, dann machen wir ein kurzes Päuschen? Und danach machen wir ein Experiment. Okay, das muss also ich will noch ganz kurz, weil wir bei Wahlen sind, ich will noch ganz kurz das Thema Wale zu Ende bringen. Und zwar, weil wir haben letztes Mal geredet über den Wal in Montreal. Wal in Montreal.
Und ich habe dann nochmal nachgeguckt, was mit dem passiert ist. Und das war tatsächlich letztes Jahr, also im Mai 2020, ist der oder die, es war eine Dame, eine dreijährige Dame, Buckelwal bis nach Montreal, also den St. Lorenz-Strom bis nach Montreal runtergeschwommen, was tatsächlich so noch nie passiert ist. Also es gibt keinen Vergleichswahl. Historisch auch keine Aufzeichnung, ja genau, dass das schon mal passiert wäre. Und genau, man weiß nicht, warum sie das gemacht hat. Also vielleicht, man vermutet, dass sie vielleicht quasi neue Lebensräume erkunden wollte oder vielleicht auch irgendwie ein Fischschwarm gefolgt ist oder sowas. Aber leider Gottes, ich weiß jetzt, was mit ihr passiert ist. Und zwar ist sie 2 Wochen später gestorben. Nein! Und sie lag dann auf dem Rücken, auf der Wasseroberfläche. Und ja, dann hat man den Kadaver auch rausgeholt und untersucht und wahrscheinlich in dem Ohrenschmalz festgestellt, dass sie 3 Jahre alt ist. Und man weiß nicht, woran sie gestorben ist. Also am Anfang dachte man, dass sie wahrscheinlich mit einem Schiff kollidiert ist, weil sie wohl irgendwie so Blutungen hatte oder sowas. Aber irgendwie ein paar Monate später, als sie sich nochmal genauer angeguckt haben, gingen sie dann doch eher davon aus, dass es eventuell das Süßwasser war, das ihr geschadet hat. Also anscheinend war die Haut extrem angegriffen. Und genau, also man weiß letztendlich nicht, woran sie gestorben ist, ob es jetzt ein Schiffsunfall war, aber es kann halt eben auch gewesen sein, dass sie einfach das Süßwasser auf Dauer nicht vertragen hat. Und ja, leider ist sie gestorben und hat den Weg nicht zurückgefunden. Jetzt kann ich auf jeden Fall erstmal wieder nicht schlafen. Wir machen eine kurze Pause und dann Experiment, damit ich das Wahlproblem wieder ausmache. Ich wollte nur updaten, weil ja, das ist, mal mit mir geredet. Ist schon nett, aber auch tragisch. Ja. Okay. Und da habe ich nämlich auch gelernt, dass ungefähr 30% der Wahlkadaver, die man findet, da kann man nicht die Todesursache bestimmen. Das ist nämlich anscheinend gar nicht so einfach. Okay. Ja, nicht ist auch nicht so einfach wie. Auch die Ohrenschmalzanalyse ist bis vor einigen Jahren sehr schwierig gewesen. Ja. So, wie lange machen wir jetzt eine Pause? Bis um 10 oder was? Ja, meine Uhr sagt 51, ich drücke mal auf 9 Minuten. Ja. Und dann machen wir ein kleines Experimentchen und dann erzähle ich was über darüber. Okay. Dann muss ich nicht verraten, was ich mache. Alles klar. Bis gleich. Okay, bis gleich.